Grad im Regierungsviertel und sogar über 30 Grad im Inland Empire. In den Bergen und in Wüstenregionen wie in Phoenix wird ein neuer Jahrhundertrekord erwartet. Auch in Salt Lake City gibt es einen weiteren heißen Tag. Seattle hingegen liegt bei angenehm 25, wie auch das ganze Gebiet des pazifischen Nordwestens. Und das war die Vorhersage für die restliche. Im Allgemeinen. Oh, Scheiße. Und dann auch erhalten. Große Wetterlage ist unverändert. Allerdings nur bis Mittwoch. Da warten in der Gegend von Denver einige Stürme auf uns. Hey, hey, es ist Futterzeit. Wie fühlst du dich? Oh Mann, ich fühle mich echt stark. Gut, könntest du pennen? 10 Stunden. Nicht schlecht, du kannst ja später noch mal kurz schlafen. Das ist super. Ist guter Scheiß, oder? Um wie viel Uhr müssen wir in der Arena sein? Um 4 Uhr, wenn du den Ablauf noch mal durchgehen willst. Alles klar. Schon der zweite Kampf. Willst du ein paar Eier? Mhm, aber wir haben keine. Ich war im Laden. Wer liebt dich? Hast du was von Dad gehört? Nein. Du musst was essen. Ich esse ja. Ich esse mehr nach dem Training. Wenn du was anderes willst, kann ich dir holen. Nein, das ist gut. Danke. Es ist. Hast du mit Elvi geredet? Mhm. Gestern Abend. Sollte ich was darüber wissen? Weißt du, Ryan, deine Vorbereitung war gut. Ob Elvi jetzt noch auftaucht oder nicht, ist egal. Du packst das. Ich habe aber das Gefühl, dass, naja, als ob was fehlen würde. Diese 5 Jahre Pause, ich habe diesen Rückstand. Ich hätte den Kampf nicht annehmen sollen. Und ich habe Elvi von Anfang an gesagt, dass ich es nicht in mir habe. Also, ich weiß nicht mal, warum ich das tue. Ich kann's dir sagen, wenn du willst. Ja, bitte, sag schon. Sag mir, warum ich gerade kämpfe. Du bist wie eine Maus im Labyrinth. Eine dieser kleinen Weißen mit roten Augen. Freak-Augen. Du brauchst irgendeinen Preis oder ein Ziel am Ende. Ein Mädchen, das du vögeln, ein Kerl, den du ärgern willst, und jetzt hast du beides. Deswegen kämpfst du. Ist dein Haferbrei auf. Nur eine Minute. Kann ich reinkommen, Schatz? Warte noch. Ach, ich muss ganz nötig. Nur eine Sekunde. Hier rüber. Guten Morgen. Ja, wir kriegen Sie. Dir auch guten Morgen. Du hast lang geschlafen. Ich war schon eine Weile wach. Lag nur so rum. Wie geht's dir? Gut. Ich mach mir Sorgen um dich. Um diesen Kerl? Ja. Du hast dich doch noch kaum vom letzten Kampf erholt. Diesmal ist es anders. Ich kämpfe in meiner Gewichtsklasse. Mach dir keine Sorgen. Aber du kommst doch, oder? Du weißt, ich kann da nicht zusehen. Du musst auch nicht zusehen. Du kannst in der Umkleidekabine sitzen. Es ist ein großer Kampf. Es ist wichtig für mich, Mom. Ich brauch dich dort. Es würde mir viel bedeuten.
Natürlich werde ich da sein. Endlich. Mir steht's schon bis zum Hals. Ich will gar nicht das. Kann's losgehen? Ja, kann es, Captain. Mom, wir sind in etwa einer Stunde zurück. Ich bin sowieso hier. Okay. Keine Autogramme, bitte. Keine Autogramme, bitte. Entspannt euch, Dänen. Hey Joe, kann ich kurz mit dir sprechen? Ich will ein paar Sachen für heute Abend durchgehen. Gehen wir ins Büro. Hey, wie lief's heute Morgen? Ich hasse die Scheißnadeln, aber ist okay. Du musst keine Vene finden. Leichter geht's nicht. Wann gibt's die nächste? Wenn ich sie dir gebe. Hör zu, solange du es von mir kriegst, kontrolliere ich die Dosis. Der Scheiß kann Wunder bewirken, aber es ist nicht zu lange. Wenn du wieder gesund bist, war's das. Mehr will ich nicht. Okay. Was machst du bis zum Kampf? Ich leg mich vielleicht noch etwas hin. Schlafen. Scheißen, wenn mir danach sein sollte. Was ist mit dir? Ich schalte meinen verdammten Kopf aus, Mann. Ich weiß nicht, Scheiße. Ich bin schlecht im Warten. Lisa und ich gingen immer ins Legma. Da war ein Künstler, der machte so riesige, glänzende Hunde. Riesig. Und dann gab's da diese Staubsauger im Glaskasten. Wie eine Skulptur? Sehr scharfsinnig, Jay. Na, Kunst. Klar. Ja, wir sind rumgelaufen und irgendwie nach einer Weile ergibt das alles einen Sinn, weißt du? Ja, aber Museen erschöpfen mich, Sir. Sie sind anstrengend. Na, weil du ein Kunstbanause bist. Hey, Mac, komm mal her, Mann. Worüber habt ihr zwei da drüben gesprochen? Titten und Rennautos. Was gibt's? Ich werde heute gleich nach dem Kampf in der Casa de Colina eine Party schmeißen. Es wird eine ganz besondere Nacht. Ob Sieg oder Niederlage, ich war ein braver Junge. Doch dieses Verhalten findet heute Abend ein abruptes Ende. An was denkst du? Ich will echt alles, das mich high, down und dazwischen macht. Ich will morgen aufwachen und mich an Scheiß erinnern, der nicht passiert ist, Mac. Also was immer du hast es. Dafür sorgt nämlich sofort. Es wird eine dieser Nächte. Oh ja, es wird eine dieser Nächte. Oh ja! Yeah. Außer für dich. Ich für dich. Du bist auf Bewährung. Du schuldest mir noch 20 Mäuse, nur dass das klar ist. Kann ich bitte mit meinem Fighter sprechen? Ich habe einen scheiß Fehler gemacht, Ryan. Ich hätte hier sein sollen, das ist unentschuldbar. Ist okay? Nein, Mann, es ist nicht okay. Du hast alles getan, was du solltest. Du hast alles richtig gemacht und ich habe zu viel verlangt. Hm. Du hast auch viel gegeben. Ich meine, ohne dich wäre ich nicht so weit gekommen. Das Gewicht ist gut. Mir geht's gut. Wenn's für dich okay ist, würde ich den Scheiß gern vergessen und mich auf den Kampf konzentrieren. Wie kann ich dir jetzt helfen? Ein paar Stunden allein wären nett, um den Kopf frei zu bekommen. Klar. Ich räume das Gym für dich. Auch du und Lisa, wenn das geht. Okay, das Gym ist ganz deins. Schläft Jay noch? Ja, die Tür ist zu. Ich wecke ihn wahrscheinlich bald. Soll ich für eure Party was zu essen machen? Es ist nicht die Art von Party. Was? Zeig mir deine Arme. Was? Komm schon, Nate, zeig her. Was machst du, Mann? Was soll das? Ich hab das hier im Bad gefunden. Was nimmst du? Nichts. Ach komm, mit wem redest du hier, hm?
Du hast heute Morgen ewig gebraucht und ich habe gehört, wie du rumhantiert hast. Was nimmst du? Ist es Oxy, ja? Oxy? Nein, es ist HGH, okay? Das hilft bei der Heilung. Das ist kein Ding. Aber du musst vorsichtig sein mit dem Zeug. Dein Dad hat damit angefangen und das ging dann auch ins Geld. Und man weiß auch nicht viel darüber. Man sagt, es sei echt krebserregend. Okay. Ich nehm's nur kurz. Versprochen. Bitte sag's nicht Jay und Dad. Das ist deine Sache. Aber sei vorsichtig. Nein, danke. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht allein dein Fehler, aber das war wirklich beschissen. Ich weiß. Es gibt keine Entschuldigung. Ich gehe zu Dr. Kramer und lass mir was geben, mit dem ich leben kann. Da gibt's was. Willst du mich nicht anbrüllen? Das solltest du, denn ich verdiene es. Ich will dich nicht anbrüllen. Das ist scheiß anstrengend. Weißt du, was das Schlimmste in der letzten Nacht war? Ich hab dich nicht vermisst. Ich war besorgt und verängstigt, aber ich hab dich nicht vermisst. Ich habe die Nacht durchgeschlafen, was ich sonst nie tue. Ich will das alles nicht mehr. Du verlässt mich? Das ist doch, was du willst. Verstehst du? Tja, ich kann jetzt nicht hierbleiben. Wir sehen uns beim Kampf. Garo, dass wir da sind? Ja. Er ist bereit für den Rundgang. Also, so läuft's heute ab. Jay, du kämpfst zuerst. 90 Minuten vorher tapen wir die Hände, 45 vorher starten wir mit Aufwärmen. Wenn wir dran sind, klopfen sie an die Tür, ihr seid dann bereit. Gilt für euch beide. Nate, du stehst bei Jay in der Ecke. Ryan, ich stehe bei dir. Noch Fragen? Braucht ihr was? Gut. Okay. Sehen wir es uns an, bevor die Leute kommen. Nate, du kommst mit. Okay, sie stoppen euch hier. Die Lichter gehen aus. Ein Typ kommt raus und zählt runter. 3, 2, 1. Eure Musik läuft an und dann los. Steigt in den Käfig. Gewöhnt euch daran. Jay hat erzählt, du hast trainiert. Ja, ein bisschen. Wie geht's dem Knie? Gut. Er meinte, es wäre noch wackelig. Muskelkater. Ich arbeite dran, alles wird gut. Klar, übereil's nicht, okay? Du liegst vor dem Zeitplan. Du hast gesagt, ich soll wieder anfangen. Ich hab dich gedrängt, damit du weißt, was auf dem Spiel steht. Und jetzt hast du einen Vorsprung. Du musst Geduld haben, dir geht's nicht so schlecht. Du hast keinen Scheiß gebaut. Ich will dich nicht um dein Leben kämpfen sehen. Die zwei da, die können sich keine Fehler erlauben. Ich meine, sie haben eine Chance. Aber sie müssen jetzt abliefern, wenn sie noch Großes erreichen wollen. Du nicht, du bist jung, Mann. Sieh mich an. Du musst nicht im Chaos leben. Du weißt noch nicht mal, was für ein Kämpfer du bist. Okay? Los, komm, lassen wir die Jungs im Ring allein. Komm schon.
Diese Sicht willst du wohl nicht haben. Hey, du gewinnst besser heute Abend. Hol dir den Gürtel, damit ich ihn dir abnehmen kann. Du kämpfst doch nie gegen mich. Ich habe ein Engelsgesicht. Ja, und ich mache es dir in Frankenstein, Mr. Wheeler. Das wird geil, wenn wir das hier schaffen, Mann. Das ist echt ein verdammt anderes Niveau. Wir packen das. Ja. Fällt es Ihnen schwer zuzusehen? Ich bin dran gewöhnt. Ich kann das nicht. Ich sterbe bei jedem Schlag, der sie trifft. Ich bin sicher, es wäre anders, wenn es meine Kinder wären. Wissen Sie, meine beiden Jungs lieben Sie. Sie respektieren Sie wirklich sehr. Ich liebe Sie auch. Als ich hörte, wie Sie geredet haben, dachte ich, Gott, haltet die Klappe. Und dann wurde ich neugierig und dachte, wer ist diese verdammte Frau nur? Doch jetzt weiß ich, was Sie meinen. Sie sind echt was Besonderes. Nett, dass Sie das sagen. Wissen Sie, Sie haben vielleicht einen falschen Eindruck von mir. Welchen Eindruck habe ich denn Ihrer Meinung nach von Ihnen? Ich habe nie was gesagt. Sie denken, ich habe meine Kinder im Stich gelassen. Ich bereue es. Jeden Tag wache ich auf und kann mir nicht vorstellen, dass ich das getan habe. Tut mir leid. Was wollen Sie von mir? Nichts. Ich verstehe nicht mal, wieso Sie mit mir sprechen. Weil Sie hier so allein saßen. Okay. Gut, wir zwei können wohl keine nette Unterhaltung führen. Hm. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich Sie respektiere. Ich habe denselben Mist durchgemacht wie Sie. Und das nervt. Sie schlagen sich jetzt schon besser als ich. Ich will Ihnen doch gar nichts wegnehmen. Was könnten Sie mir denn eigentlich wegnehmen? Nichts gehört mir. Was für eine unglaubliche Fight Night uns heute erwartet. Und das Wichtigste ist die Rückkehr von Ryan Wheeler. Wir alle kennen seine Geschichte. Ein früherer Champ, der seine Liga beherrschte, bis sein Leben außer Kontrolle geriet. Und jetzt ist er zurück. Aber er war über 5 Jahre verschwunden. Also, was können wir heute Nacht von ihm erwarten? Tja, das ist die Frage. Was hat er noch drauf? Und wie gut war er denn überhaupt? Vergiss nicht, er wurde noch nie rausgefordert, musste den Gürtel nie verteidigen. Nun, wir werden sehen. Naja, heute steht eine große Herausforderung an mit Matt Reinders. Ja, Reinders ist das absolute Tier. Einer der aufgehenden Sterne der Liga. Ein Kerl, den viele für die Zukunft seiner Gewichtsklasse halten. Aber der Typ, auf den ich mich am meisten freue, ist Jay Collina. Er turniert bei seinem Vater, dem großartigen Alvy Collina, zusammen mit Wheeler. Ein Mann mit unglaublich viel Talent. Ein Fighter, den man immer ganz so sieht, der aber außerhalb des Käfigs schon so einigen Ärger hatte. Das stimmt. Also an Dramatik fehlt es hier heute sicher nicht. Jay, du bist dran. Okay. Und los geht's. Mach ihn alle. Du schaffst das. Du wirst den Typen killen, okay? Warte mal. Soll ich für dich kämpfen? Du bist wunderbar. Du bist dafür geboren, okay? Ich liebe dich. Mom, komm her, hör auf. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich warte hier. Schlag ihm die Zähne aus. Es ist dein Käfig. Dein Kampf. Hol ihn dir einfach, okay? Hadouken! Und jetzt.
Ladies and Gentlemen, auf dem Weg in den Käfig des Doppelkampfes, King Beast Promotions, Jay Kulina! Können wir heute Abend reden? Ryan Wheeler! Kämpfer mit 7 Siegen und keiner Niederlage. Ladies and Gentlemen, für die FLA Fight Academy Cocoa Beach, Florida, der ungeschlagene Matt Reinders. Sein Gegner auf der anderen Seite des Käfigs ist ein amerikanischer Wrestler mit 12 Siegen und nur 2 Niederlagen. Ladies and Gentlemen, heute für Navy Street Mixed Martial Arts, Venice, Kalifornien. Hier ist der einzigartige Ryan Wheeler! Okay, Gentlemen, ihr kennt die Regeln. Schützt euch jederzeit und folgt jederzeit meinen Kommandos. Reicht euch die Handschuhe, wenn ihr wollt. Aha. Auch gut. Beim Läuten der Glocke kommt ihr aus eurer Ecke und zeigt, was ihr drauf habt. Atmen, tief atmen. Come on.
So zurück zu sein? Okay, wunderbar, wunderbar. Jetzt entspann dich, okay? Hör mir zu, pass auf. Versuch nicht, ihn mit einem Schlag K.O. zu schlagen, okay? Das ist nicht das verdammte Ziel. Okay, Runde 2. Bereit für den Kampf? Bereit für den Kampf? Auf, los geht's! Was für eine Nacht. Hast du geglaubt, wieder hier oben zu stehen? Tja, es gibt ein paar Dinge, die ich sagen möchte. Ich übernehme kurz. Als erstes möchte ich euch allen danken, dass ihr heute hergekommen seid. Ihr seid der Grund, warum Fighter kämpfen. Ihr seid die Besten. Mein Freund, du bist ein harter Kerl, Mann. Mein Respekt an dich. Ich will noch ein paar Menschen danken. Meine Eltern. Allen bei Navy Street, MMA Venice, Kalifornien. Joe Daddy, Jay Kulina. Nate Kulina, behaltet ihn im Auge, er ist fast schon wieder in Form. Ich sag's euch, Leute, die Kulina-Jungs kommen! Lisa Prince. Und vor allem danke ich noch meinem Coach, Elvi Kulina. Du hast mir alles gegeben, Mann. Als alle anderen mich ein Stück Scheiße nannten und mich abgeschrieben haben, hast du zu mir gehalten. Du hast mir aufgeholfen, mir ein Zuhause gegeben. Du wusstest genau, was ich brauchte, bevor ich es wusste. Und alles, was ich habe, Elvi, verdanke ich nur dir. Danke. Okay, Ryan, kommen wir zum Kampf. Mann, du hast kräftig zugeschlagen. War das Teil eurer Strategie? Naja, ich wusste, dass Matt mit harten Schlägen rangehen würde. Also wollte ich ihm was entgegensetzen und versuchen, ihn auf den Boden zu bekommen. Er hat mir ein paar eingeschenkt, also habe ich die Taktik geändert. Unser neuer Champ im Leichtgewicht, Ryan Wheeler. Hey, bist du versorgt? Ja, sie haben mich schon behandelt. Danke. Also, das war echt ein irrer Kampf. Du bist ein verdammter Kämpfer, wirklich. Du hast meine Killerstrategie verpasst, du hattest mit allem recht. Das heißt gar nichts, du musst das umsetzen, es ist der Fighter, nicht der Coach. Gehst du zu Nate und Jay? Nee, Mann, ist das ein Scherz? Auf keinen Fall.
Ich will, dass das mit uns so weitergeht. Das müssen wir nicht jetzt klären. Nein, wirklich, Mann. Wir machen da was Gutes. Du bist mein Coach, Alvy. Ich war verdammt sauer, dass du beim Gewichtmachen nicht da warst, aber ich bin weggegangen. Du hast mich zurückgeholt, dich wie ein Mann verhalten. Also, einmal ich, einmal du, jetzt sind wir quitt. Ich weiß es zu schätzen. Ja. Dein Kopf hat ganz schön was abbekommen. Wir sollten ein paar Tage aussetzen. Alvy, sie wollen dich für ein Interview. Okay. Jedenfalls, das sind deine Sachen. Alles fertig gepackt. Du hast jetzt alle Chancen. Okay? Bau keinen Scheiß. Ja, Sir. Ich bin stolz auf meine Jungs. Ryan und Jay haben sich total verausgabt und wir haben erreicht, was wir wollten. Du hast vorhin erwähnt, dass Nate fast schon wieder fit ist. Dazu Jay und Wheeler, das sind drei Topfighter in deinem Camp. Das ist echt stark. Ja, klar, das ist gut. Ich schätze mich glücklich, aber weißt du, du bist nur so gut wie deine Fighter. Das habe ich als Kämpfer schon gesagt und das sage ich heute auch noch. Okay, da hören Sie's. Alvy Colina etabliert sich langsam, aber sicher als einer der Top-Trainer im heutigen MMA. Danke, Mann. Okay. Na klar. Ciao. Mein Glückwunsch. Dir auch. Danke. Kommst du nach Hause? Ich sag dir Bescheid, wo ich schlafen werde. Dieser Drink geht auf meinen kleinen Bruder, Nathaniel. Du bist das jüngste Mitglied im Rudel. Halt schon, feiern wir für dich, mein Sohn. Denn du bist ein Fighter. Und wenn du nicht kämpfst, wirst du ganz schön irrational. Kompliziertes Wort, Jay. Verletz dich bloß nicht. Irrational. In dir steckt ein aufgewühlter Geist. Und das beunruhigt mich. Und du, Lisa? Ja? Der hier geht auf dich. Oh. Weil ich dich verdammt liebe. Ich liebe dich auch. Und weißt du was? Hör auf, rumzuhampeln und Manager-Fighter. Und erschaffe Könige und Königinnen. Denn darin bist du so verdammt gut, okay? Du hast mir einen Kampf besorgt, dass das niemand geschafft hat und die verdammten Idioten dachten, ich hab nichts drauf. Du bist auch ein verdammter Idiot. Ja, aber jetzt bin ich ein kämpfender Idiot. Bam! Stopp die Party! Es ist der Champion, Ryan Wheeler! Kill mich so, der Drecksack! Du machst mich fertig, Captain Goldschwanz! Mit deinem flachsblonden Haar und deinem breiten Zahnpasta-Lächeln, du kleiner Bastard! Trinkst du einen Shot? Nein, nein, ich kann nicht. Komm schon los, trink mit mir! Nein, ich kann nicht. Nein, ich hatte vorhin einen. Ich bin auf Bewährung. Ich pisse Montag in den Becher. Ich dachte, der Kerl hat deinen Schweiß getrunken und du hättest was gut bei ihm. Das war's also, oh, warte! Er ist nicht. Warte kurz! Das ist nicht. Entschuldigt mich, meine Freunde. Nathaniel, kann ich kurz mit dir reden, bitte? Ja. In meinem Büro? Ja. Wo ist Mom? Im Schlafzimmer. Tust du mir einen Gefallen und achtest mal auf sie. Ich bin für eine kurze Zeit nicht erreichbar. Ich will nicht, dass sie mich so sieht, okay? Geh schon. Puff! Du verstehst, Tim? Komm schon, Junge. Komm schon, Junge. Herr Sir, Champion der Welt! Toller Kampf. Danke, Bruder. Echt toll. Danke, Mann. Oh, geh nicht weg. Nett, wir sind doch Saufkampan. Dann nehme ich den hier. Also so eine Nacht wird das. Ja, so eine Nacht wird das. Bis mein Gesicht taub ist. Ich war heute wirklich stolz auf dich. Danke. Und du hattest recht, ich bin eine verdammte Maus im Labyrinth. Thank you.
Blümchen. Ist okay. Lass sie besser zu dir kommen. Rutsch rüber. Schön, dass du immer noch ein Glas benutzt. Vielen Gentlemen. Wo ist Jay? Ich will es gar nicht wissen. Und gefällt's dir hier? Mhm. Okay. Wirkt nicht so. Soll ich mir einen Partyhut holen? Haben wir Partyhüte? Ich liebe Partyhüte. Endlich. Mom, ich bin glücklich. Du musst nicht glücklich sein. Nur du selbst. Ansonsten fühlt es sich an, als würde ein Fremder in dir leben. Und dann wirst du nie glücklich sein. Kann ich den haben? Meine Meinung geändert. Hey, ich muss so viel Scheiß von euch Fightern ertragen. Bitte, bitte. Du duldest doch keinen Scheiß von niemandem. Ich ertrage alles, ich sorge mich um alles. Ich will endlich eine Pause. Ich brauche ein Hotel. Bleib doch hier. Ja? Das ist eine tolle Idee. Was kann ich tun? Wie kann ich dich etwas aufmuntern? Gar nicht. So läuft das nicht. Wieso? Weil das nicht geht. Wieso denn nicht? Na, weil das alles nicht einfach in einer Nacht geschieht. Du bekommst dich alles zurück. Hey, Leute, hey. Ich habe hier was im Angebot. Jay! Was? Kann ich mitmachen? Ja, bring das hier rüber. Hey, Elaine. Ich hab hier was für dich. Hey. Hey, Mann, hey, was zum Teufel ist los? Jay, sieh mich an! Was ist denn nur los? Hey! Hol jemanden! Nein, warte, hey. Das ist nur Spaß! Das ist nur Spaß! Ja, Bro! Du verdammtes Arschloch, das ist nicht lustig! Ich wollte nur sehen, ob Daddy mich auch liebt! Auf, los, liebst du mich auch wirklich? Oh, ja, das ja, tust du bist ein verdammtes Arschloch! Liebst du mich? Halt die Klappe! Verdammt, liebst du mich? Warte mal! Halt! Was? Halt, Mann! Was? Zieh deine Sachen an! Wieso soll ich sie dann wieder anziehen? Ich sagte, zieh verdammt nochmal deine Sachen wieder! Wieso? Na, weil, Mac, ich diese Grenze mit dir einfach nicht überschreiten will. Ich schätze nämlich unsere Beziehung. Tue ich doch auch. Ich will nicht mehr. Hey, nett, euch kennenzulernen. Okay, dann verpiss dich doch einfach. Gott. Okay? Okay. Verpiss dich. Warte kurz, du brauchst das. Reparierst du mal die Tür? Ja, klar, Alter. Hey. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben... Deinen Ausweis, bitte. Tja, fast. Gibt's ein Problem? Ja, nicht heute. Ich glaube, du hattest schon genug. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich hab 2 Cops da drin. Also, wenn du mit denen mal drüber reden willst...
Hey. Hey. Komm rein. Willst du einen Drink? Nein, ich bleib nicht lang. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Mir? Mir geht's gut, ja? Ja? Ja. Ich denke, ich habe heute Nacht gut verdient. Mich haben vorhin ein paar Fighter und Sponsoren angerufen, also ja. Auf mich. Du kriegst, was du willst, und dann hast du was? Ich weiß gar nicht, was ich mache. Nate sieht mich nicht an, wenn ich mit ihm rede. Er sieht mir nicht in die Augen. Und Jay, ich weiß nicht, wo ich bei ihm stehe. Ich liebe die Jungs, aber sie glauben mir das nicht. Und das bringt mich um. Sie wollen deine Anerkennung. Du musst nur deine Arme um ihre Schulter legen und sie schmelzen dahin. Hm. Sie vergeben dir alles, wenn du es nur willst. Bei dir ist es anders, denn du bist gegangen. Für sie bist du jung und hübsch gestorben und als Heilige zurückgekehrt. Ich war das Stück Scheiße mit meinem Stiefel an ihrer Kehle. Das ist anders. Vielleicht hätte ich auch einen Stiefel an der Kehle gebrauchen können. Unsere Jungs sind wirklich toll, Elvi. Du hast da nichts falsch gemacht. Ich schenke dir noch einen Drink ein. Nein. Was neulich zwischen uns geschehen ist, wird nicht wieder geschehen. Ich habe mich wie eine Nutte gefühlt. Nein, also das sehe ich gar nicht so. Ich hatte mich so gefühlt. Und dann tat mir auch noch Lisa leid. Du musst dich irgendwann für etwas entscheiden, Elvi. Du willst doch nicht am Ende allein da stehen. Das ist echt schwer. Ich muss jetzt gehen. Schlaf etwas. Schön von dir zu hören, Liebes. Hatte ich nicht erwartet. Ich hab dich vermisst, Harry. Du hast nicht mich vermisst. Steig trotzdem ein. Wir machen dich wieder fit. Make a choice to
Die meisten Typen laufen vor Kämpfen davon. Denn sie wollen keine Antwort auf die unausweichliche Frage, die sich jedermann leise stellt. Bin ich einer der Schwachen? Oder bin ich einer der Starken?